lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed. Wir hüpfen mal hier wieder runter. In der letzten Folge haben wir da oben nämlich aufgehört. Und jetzt laufen wir zum nächsten... What? Ist das eine Sprache? Ich glaube, das war Hebräisch. W. W ist auch eine Sprache, das heißt für... Opa. So, zack. So, keine Lust auf Stress gerade. Regel ich das mal eben so. Ich will aber wieder die versteckten Klingen aus, wegen Bürger. Falls ich einen Bürger finde. So, zack. Gerade ist auch selber im Spiel ein bisschen still. So, zack. So, zack, können wir das auch. Oh, da haben wir gleich sofort eine Mission hinter uns. Da rein. Hier hinten ist er. Altair, er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Ja, ja. Ich bin hier in Akkon, seit die Kreuzritter die Belagerung begannen. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. So, gut, wir sollen einen töten. Da komme ich nicht hin, ne? Die sehe ich jetzt gerade, den will ich jetzt haben. Komme ich hin? Fallen lassen. Zack, noch eine Hospitaliter-Flagge eingesammelt. So, wir haben müssen jetzt davon... Oh, da ist noch eine Flagge, Hammer. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Ich brauche es. Ich habe Hunger. So ein Tag. Ihr seid erledigt. Gebt auf. Wie, ich bin erledigt? Ich habe doch niemanden getötet. Zack. Schnell versteckt. Nun gut, dann verkriech dich eben. Ja, ja, tu ich auch. Ich bin kein Bastard. Sagt man nicht. Jetzt muss ich verpiepsen hier. So, zap, 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 zap. Die Straßen von Akkon sind noch gefährlich für mich. Kommt wieder zu mir, wenn ihr fertig seid. Was? Oh, ich darf nicht erwischt werden, oder was? Bullshit. Warum tut er das? So. Jetzt aber hier. Es ist getan. Er ist tot. Oh, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitaliter, weiß. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Suppi, dann hätten wir das jetzt auch. Dann haben wir hier jetzt einen Bürger. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Du bist arm, Frau. Du brauchst das Geld. Ja, dann schaff es dir ran, indem du andere Gaben machst, wie einfach nur durch die Stadt zu rennen. Oh mein Gott, Jesus, das war eng.
Zack, retten wir den Bürger hier. Weiter tot von 5. Oh, jetzt ist schon 6. Ist noch einer hinzugekommen. Ja, wer denn? 3 von 6. 4 von 6. Na, wir werden flüchten. 5 von 6. Und du auch noch. 6 von 6. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. So, hätten wir das jetzt auch. Dann haben wir hier den nächsten Aussichtspunkt. Wir hatten noch keine Befragung. Ich weiß ganz genau, es kommt noch eine Befragung. Und ich hasse Befragung. Du bist arm, Frau. Du brauchst das Geld. Dann geh ficken. Oh, Jesus. Noch eine Flagge, ey. Ich kann's nicht glauben. Also die Hospitaliter-Flaggen, die finden wir ja aber in Hülle und Fülle, ey. Oh, Jesus. Hier hoch. Guck, perfekt. Zack. Und dann hier hoch. Was? Geht doch. Zack. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Hopp. Zieh hoch. Und auf den Nüppel. Zack. Synchronisieren. So. Hatten wir das auch. Und was ist natürlich direkt unter uns? Eine Befragung. Sprung, Alter, ihr. Und zack. Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen werden können. Schon bald, meine Freunde. Schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern. Habt Geduld. Wartet in Demut. So viele brauchen seine Hilfe. Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber gut Ding braucht Weile. So. Hört auf, mir zu folgen. Ich folge dir doch nicht mal. Ich stehe doch nur hier. Habt ihr zugehört? Ja, ich gehe ja. Gehst du jetzt auch mal bitte wieder? Geh weg. An eurer Stelle würde ich gehen, bevor ich richtig wütend wäre. So, wo haben wir denn eine dunkle Gasse? Wenn er jetzt da hinten links reingeht, dann wäre das in Ordnung. Kann er gar nicht. Hier ist noch zu öffentlich. Hier links rein, perfekt. Ich brauche Essen, ich habe Hunger, nur ein paar Münzen. Geh weg, du blöde Kuh. Nein, bitte geht nicht einfach, nur ein paar Münzen, bitte. Gnade, Gnade, tötet mich nicht. Ich tue, was ihr verlangt. Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert. Um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht. Was er wirklich tut. Fahrt fort. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler. Nur ein kranker, grausamer Mann. Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum, geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte.
Das ist nicht ein bisschen blöd. Er hat freiwillig jetzt geholfen und hat alles preisgegeben, sogar gesagt, wann wir ihn töten können, und wir töten ihn. Ich finde das dann doch ein bisschen scheiße, dass man dann nicht selber irgendwie die Möglichkeit hat zu sagen, tot oder nicht tot. So, zack. Hallo, Freunde. Na, alles frisch. Du bist tot. Scheiße. Dachte, den kriege ich auch nochmal. Geht so schneller. Nein, nicht die Frau. Tot. Tot. Wir von eurem Opfer erfahren. So, jetzt haben wir hier noch einen Aussichtspunkt. Dann haben wir es auch eigentlich schon geschafft. Einen Bürger müssen wir dann noch retten. Und wir müssen, soweit ich weiß, noch Taschendieb machen. Ja, da fehlt noch eine Aufgabe. Daneben. Wo mag er wohl hin sein? Zap, 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 zap. Hier hoch, da hoch und hier hoch. Kriegen wir das in dieser Folge noch hin? 25 habe ich angefangen, wir haben schon 35, ich habe noch 5 Minuten. Theoretisch müsste es klappen, dass wir den Garnier noch töten. Hört sich an wie, wie der Shampoo Garnier. So, zack. Was sage ich? Hier ist Taschendiebstahl. Warum macht er das? Moment, ich glaube, das ist in dem Markt drinne. Haltet ihr das für amüsant? Tut das nochmal und wir werden sehen, wer zuletzt lang. Vielleicht wird er von jemandem gehen. Wo will er wohl so schnell hin? Wie? Was ist los? Bewegung, in fort, Bettler. Hau ab, Bauer. Okay, anders. Ein seltsamer Mann. Warum tut er das? Was zum Teufel wollt ihr? Was treibt er da? Meine Familie denkt sich dieser Mann nur? Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Nein, kann ich nicht. Wieso hüpfst du? In fort, Bettler. Warum tut er das? In fort, Bettler. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin geht doch. Der verdammte Narr hat wohl den Verstand verloren. Warum macht er das? So, zack, jetzt bin ich hier oben. Wie komme ich jetzt hier rein? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. So, eben einmal den Bogenschützen töten. Den töten. Wie komme ich jetzt hier rein? Schert euch fort! Ich flehe euch an, Herr! Ich bitte euch doch! Wer hat das getan? Zeigt euch! Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Jetzt hängt das Spiel. Es hängt. Ich mach mal kurz Aufnahmepause. Bis gleich. So, da sind wir wieder in der Aufnahme. Diesmal sind wir an einem anderen Ort. Diesmal stehen wir direkt vor dem Bürger. Du dreckiger Dieb. Dafür hatte ich dir und ja, jetzt machen wir gleich den Bürger. Moment. Du dreckiger Dieb. Dafür hatte ich dir die Hände ab. So, jetzt machen wir eben den Bürger. Seltsam, so ein Verhalten habe ich noch nie gesehen. Das wird dich lehren zu stehlen. Dafür hat tut mir weh. Haltet euch fern von mir. Ich hole mir deinen. Zack, den holen wir eben noch. Hinter mir. Zack. Zack. Guck niemals woanders hin, wenn du am Kämpfen bist.
heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Mein Gatte? Ah, ihr Gatte. Gut noch, vor der Wand. Na, hast du... Ich hau drauf ein. Meine Fresse. Genau, hier ist der Taschendieb. Da ist so eine Rotze. Wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Jetzt brauche ich was zu verstecken. Verdammt ist der Stell. Wie konntet ihr ihn entkommen lassen? Achtung! Team nach, schneller! Er versteckt sich wie eine Ratte. Warum liegen eigentlich überall... Was stimmt nicht mit ihm? Hier! Er ist hier drüben! Ihr könnt mir nicht entkommen! Ich will nicht aufhören! Bleibt dran! Noch eine Flagge, geil. So, komm hier. Du wirst mir nicht entkommen! Bewegung, verdammt! Seht jeden Stein um! Da ist er! Ihr könnt mir nicht entkommen! Mann! Gebt den Weg frei! Aus dem Weg! Keine Bank in der Nähe oder ein Heuwagen? Was hat er denn solche Eilefritte? Wie achtlos kann man denn sein? Warum geht er nicht wie die anderen? Der scheint es aber eilig zu haben. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Das gibt's doch nicht, wie lange die hinterherlaufen. Er muss hier irgendwo sein. Denkst du, du kannst mir davonlaufen? Du gehörst mir. Lies jeden Stein auf. Jetzt aber. Meine Fresse. Ich glaube, wir werden es dann in dieser Folge doch nicht schaffen. Garnier oder wie der heißt, zu töten. Das müssen wir in der nächsten Folge machen. So, jetzt aber erstmal ganz schnell. Ich muss in diesen Zug rein oder was es auch immer ist. In diesen Markt. Scheint in Eile zu sein. Oh, ihr habt mich ganz schön erschreckt. Ich höre nur ein paar Münzen. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm. Habt ihr etwas zu sagen? Ich will da rein. Aber ich brauche doch Geld. Ihr strapaziert meine Geduld. Krank und hungrig. Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Wie komme ich da rein? Also wir machen jetzt dann noch so weit, dass wir, Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert... Ja, dass wir fast fertig sind. Was tut dieser Mann denn? Rumhüpfen. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Ich nicht. Alter. Jetzt haben wir schon 9 von 33 Flaggen. Hüp. Nee, nee. Noch, kannst du nicht noch... Was für ein Narr.
Ihr kommt mir bekannt vor. Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Du wirst Blut ein Leben. Lass ihn nicht entkommen. Dann kämpfen wir jetzt. Dann müssen wir jetzt kämpfen. Wie hast du das gemacht? Müssen wir uns den Weg frei kämpfen. Scheiße. Hier endet dein Leben. Du Heide. Jetzt wirst du schnell. Meine Fresse. Geh doch jetzt hier endlich. Jawoll. Jeder zu sterben. So. Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lass mich nicht von dir bestehlen. Bist du gerissen? Viel Vergnügen damit. Gut. Ich habe euch gesehen. Du bist ein toter Mann. Du gehörst mir. Willen, lass von mir ab! Ja, entschuldige. Ja, danke. So, Brief, der die Verbindung zwischen Garnier und zwei weiteren Männern belegt. So, und jetzt flitzen wir noch zum Assassinen-Ding und Badusch. Oh, verpiss dich, du Frau! Such dir jemand anderes, der dir Geld gibt. Leg jemanden flach oder so. Meine Fresse. So. Mach doch die vor. Ach ja, genau. Ich bin ja noch. Zack. Gut. Bald laufen sie. Ich konnte ihn nur verlieren. Mann, bin ich clever. Was denkt sich dieser Mann nur? Ist er soeben in die Wand hineingerannt? So ein Tölpel. So, haben wir mal eben ein paar Messer geklaut. Verstand sein. Zack. So, dann hören wir uns noch an, was der Rafik zu sagen hat und dann beenden wir die Folge auch. Altair, wie läuft eure Suche nach Garnier? Ich weiß jetzt, wann und wo ich zuschlage. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital. Obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Entfernt diesen Schandfleck aus Akkon, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten.
Garnier vergisst die Welt um sich herum, wann er seine Patienten behandelt. Das ist der richtige Zeitpunkt. Gut, und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns morgen wieder, wie immer, 19 Uhr hier auf meinem Channel. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin der Black der LP, ich bin over and out. Und nächste Woche, morgen begeben wir uns dann nach da hinten. Bis dahin, Freunde. Tschüss.